Hallo Leute, willkommen zurück zur nächsten Folge. Wir haben mit dem Split Bot begonnen und haben mit den ein bisschen angefangen. Und ja, wenn ich mich anschaue, müssen wir da an ein paar Stellen jetzt aufpassen. Hier versammeln sich auch die nächsten. Wir gucken mal hier in den Sektor rein, da haben wir noch ein K, da ist noch ein K. Ich vermute, die werden jetzt dann irgendwie demnächst noch freuen. Die B-Mod hier mal zurück. Lassen die ganzen Ares mal landen. Und wir stellen uns jetzt hier mal ein bisschen auf, weil ich habe mich jetzt auch mal noch mal ein bisschen reingelesen in die Split-Geschichte. Vielleicht können wir da noch das eine oder andere jetzt optimieren. Das wäre jetzt mal so der Plan. Wir machen jetzt mal aus unseren Katana bei Schotten. Die eine ziehen wir hier in den Sektor rein, die werden wir noch brauchen. Die zweite setzen wir mal hier mit ein. Unsere B-Mod, die können wir jetzt mal hier abbrechen. Ziehen wir ebenfalls hier oben in den Sektor mit rein. Grenze. Und hier hätten wir ja noch prinzipiell die Sühnen. Ansonsten würde ich mal gerne noch ein anderes Schiff kaufen. Das hat jetzt weniger Funktion. Das ist jetzt mehr Cost for Fun, aber ich würde gerne einen Supporter noch zulegen. Ich glaube, die sind auch gar nicht allzu teuer. Ist auch perspektivisch das Schiff. Also das wird auch weder in der Flotte noch Verwendung finden. Jetzt auch eine komplette Flakbückung. Sagen, das können wir uns leisten. Drohnen, da haben wir mal ein paar Frachtdrohnen, aber im Grunde brauchen wir da eigentlich kaum welche. Reparaturdrohnen sind interessant. Das Schiff bestellen wir jetzt mal. Ansonsten sind unsere Zerstörer soweit auf. Mal gerade schauen, wir haben, glaube ich, keine Satelliten dabei. Wir lassen unseren Piloten hier mal welche einkaufen. Ich grüße Sie. Einfach mal hier mit. Den hier wieder in den Sektor zurück. Erwarte Befehle. Dann werden wir da auch mal noch Satelliten aufstellen, dass wir hier einfach mehr sehen. System. Profitcenter Alpha. Und ja, hier bin ich mal gespannt, ob da jetzt irgendwann noch der Kart durchkommt. Ist noch einer, der scheint aber jetzt auch hier in den Sektor reinzufliegen. Sonst sehe ich da auf Anhieb erstmal nichts. Der baut doch aktuell noch keinen neuen nach. Und von hier unten sind zwar einige Zerstörer, aber wollen gar nicht zu uns fliegen. Checken wir mal die Finanzen. Können wir auch hier wieder ein bisschen was verteilen? Nomad wird bereits gebaut. Erwarte Befehle. Wer denn hier rum? Unsere Handelsstation. Gucken wir uns jetzt auch noch mal an. Da haben wir nämlich überhaupt keine Kaufmenge hier für die Antriebsteile.
Verkaufsmenge stellen wir hier auf 0. In der Hoffnung, dass das vielleicht hilft, hier einen Abverkauf zu starten. Bin mal gespannt. Im Grunde unterscheidet sich die Konfiguration jetzt auch nicht von unseren anderen Stationen. Von daher sollte das eigentlich funktionieren. So, lassen wir es stehen. Drohnenbauteile, die fehlen da noch. Gucken wir mal gerade, wenn wir jetzt einfach manuell einkaufen, die Station wirklich jetzt mal erledigt ist. Einfach hier welche einkaufen. 50 Stück bräuchten wir. Und sobald er hier aus dem Abdocken raus ist, können wir übernehmen. Mark 1. So, wir peilen den Xenon-Sektor als Ziel an. Beziehungsweise hier den Sektor und zwar hier so in der Mitte, würde ich sagen. Wäre eine gute Stelle für einen Satelliten. Autopilot eingeschaltet. Erreiche System 2 Riesen. Warum noch immer welche durch? Setzen die Katana da drauf an. Erreiche System sengende Niederlage. Ich denke, die Rennstift reichen. Passt eigentlich ganz gut. Jetzt vielleicht hier in die Mitte noch ein. Hoppla. Noch einen abstellen. Leerer Raum. Mal hier eigentlich erstmal einen guten Überblick. Vielleicht das gleiche hier unten noch. Erwarte Befehle. BM-Mod ist oben angekommen. Das heißt, da können wir jetzt mal warten, ob da jetzt noch ein Xenon irgendwann hier durchkommt. Das passt hier. Xenon-Station, da wird auch noch eine andere angegriffen. Mal gucken, ob da ein K dran hängt oder irgendwas Kleines. Hier ist sogar noch eine zweite Station. Die haben sich ja schon ganz schön ausgebreitet.
Elektrisches an. Die greifen ja schon relativ stark den Split-Sektor an. Sollten wir vielleicht auch mal gucken, dass wir das bei Gelegenheit regulieren. Wenn wir den Splitter wirklich helfen wollen, dann ja, kommen wir da eigentlich auch gar nicht wirklich rum. Vielleicht noch hier vom Tor ein. Ja, zumindest mal schön, dass die Teladi unten keine Probleme haben. Da gab es eigentlich in der Vergangenheit auch immer einiges zu tun, aber ne, guck mal, wir sind sogar jetzt hier in den Sektor rein. Natürlich nicht die cleverste Entscheidung gewesen. Oh, hier hatten wir sogar ein K. Erreiche System. Sengende Niederlage. Nee, falsches Tor. Das andere da oben. Sprungtor. Zwei Riesen. Wenn der überhaupt hier durchs Tor will, hier hatten wir auch noch eine Verteidigungsstation. Erreiche System, zwei Riesen. So, unsere Katanas sind bedingt dabei. Lassen wir jetzt mal nochmal starten. Sollten die jemand eigentlich nicht gelandet sein? Eigentlich schon. Behemoth, Angreifer. Erwarte Befehle. In Andock-Warteschlange eingereiht. Jetzt noch warten. Ja, dann kommt, landet ihr mal. Andock-Erlaubnis erteilt. Okay. Übernehmen. Ist mittlerweile fertig. Gehen wir jetzt auf sicherem Weg. Der Synho. Mittlerweile auch der Zerstörer im Sektor drin. Können wir uns erst um ihn hier. Es hat mir auf die Sinne eigentlich jetzt gar keine Drohnen dabei. Ja, dann ist es sogar gut, dass die Nomad dahin kommt. Können wir gut gebrauchen zum schnell mal reparieren oder Drohnen nachliefern. Da müssen wir nicht immer die
Hörer weiter zurückfliegen. Weil unsere Verteidigungsstation da steht, hat er mal auch weniger Probleme. Er dreht gerade nach unten weg, das heißt, wir könnten jetzt gerade relativ gut erwischen. Ich denke, wir werden, dass wir hier das erste linke Triebwerk bekommen. Fangen wir den einfach mal pauschal ab. Wow, Reisemotor. Sein. So schneller wie wir. Okay. Will denn der hin, der Kollege? So, mal schnell hier das erste Triebwerk. Jetzt steht aber schon nach links weg. Einfach um. Wie sieht es eigentlich da oben aus? Relativ ruhig, aber ich denke, wir werden hier bald durchkommen. Kleine Schiffe kommen irgendwie jetzt gar nicht bei.
Explosion steht bevor. Ja, das war der K. Wurmtor, Tarkas Schlucht. Contact-Split-Verteidigungsplattform. Sprungtor, zwei Riesen. Hey, wir fliegen zurück. Wann wir dürfen. Der wird noch mal aus dem Eis anpassen. Der zweite Kaje. Doch dann noch einen. Ah, den haben wir hier. Den manuell machen. Wir ziehen uns auf. Beziehungsweise wir werden. Erreiche System. Familie Krit. B-Mod zurückziehen. Aber wenn die da die ganzen kleinen Schiffe angreifen, wir peilen jetzt hier den Xenon an. Erreiche System, weiß Herausforderung. Die uns zu uns abdrehen. Na doch. Wir werden jetzt den Kai angreifen. Sollte eigentlich kein Problem sein. In der Grenze passiert noch nichts. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir das hier am besten bekommen mit der Versorgung.
Jetzt kommen die ganzen Jäger. Unten. Zum Glück weiter. Lassen wir jetzt hier stehen. Warte, gucken wir, unsere Nomad, ist die eigentlich schon unterwegs? Ja, die ist sogar schon. Guck. Sollte die Verteidigungsstation jetzt irgendwann fertig werden, die ganzen Waren sind unterwegs. Helios ist dabei, dauert ein wenig, wir hatten jetzt eine eingesetzt. Mal noch was anderes machen, und zwar die Bild. Wir benötigen Daten von verschiedenen Waffensystemen. Übernehmen. Dann sammeln wir allein durch die Xenon-Angriffe hier schon Waffentypen zusammen. Läuft die erste Forschung schon mal durch. Und wir gucken mal. Katana beschützen jetzt die Position, das ist ganz so gut. Dann greifen auch die Xenon-Jäger nicht unsere Station an. Hat es noch überlebt, aber die Xenon sind ja auch schon am Sektorübernahme hier.
Gut. Wir werden jetzt die zweite Behemoth mal noch umrüsten gehen. Dass wir hier auch wirklich noch tyrannische Schilde draufpacken. Haben wir da wesentlich mehr Kapazität. So, wo haben wir denn noch andere Schilde? Ah ne, haben alle. Kostet 9 Millionen. Umrüstung gönnen wir uns aber. Einfach weil es eben relativ bringt für das Schiff. Ja, die Xenon werden hier dann immer wieder mal zerstört. Ich hoffe, das dauert auch nicht mehr allzu lange, bis unsere Module ja einsatzbereit sind. Umso früher das fertig ist, umso besser. So, Nomad ist unterwegs. Nehmen wir die mal in die Plot hier mit rein. Okay, wir hatten hier, ne, das ist eine Kiste. Wir hätten hier einmal die Qualle. Wir werden jetzt hier mal Satelliten stellen. Einmal hier an der Schiffswerft und einmal an dem Raumdock. Im Anschluss kann die dann den Sektor hier gerade mal erkunden.
weitere Qualle. Lassen wir jetzt hier mal noch die agonischen Sektoren aufdecken. Denn wenn wir hier die Splits supporten wollen, ist es ganz interessant zu wissen, welche Möglichkeiten es denn noch gibt, Waren zu verteilen oder Rohstoffe einzusammeln. Ah, da oben haben wir auch noch einen. Lass das jetzt extra eine andere machen, damit es einfach schneller geht. Hier kommen laufend die Xenon rein, aber der K hat hier jetzt scheinbar noch keine Lust. Ein Xenon-Schiff hier, das uns angreift. Nomad ist unterwegs. Wir können es hier mal kurz draufporten. Agonisches Design. Erreiche System. Elende Himmel. Hier könnten wir prinzipiell mal auch noch Transporter kaufen. Sagen wir mal 4. Transporter zur Versorgung des Unterstützungsschiffs. Ah, wir haben ja auch noch gar keine Besatzung auf der Nomad. Also entweder er fliegt durch oder wir zerstören den manuell. Haben wir da zumindest. Oh, der Sektor ist aber doch schon relativ gut. Und die Masse macht es halt teilweise auch. Ja, da geht auch ein Zerstörer irgendwann down. Leider zu oft erlebt. Zweite B-Mod fliegt jetzt hier bei die rüber. Mal gucken. Gerade hier in der Leere. Ist aber auch keine Aktivität. Ausnahmsweise mal. Xenon wollen im Moment hier oben bei den Splitten Terror machen. Ich habe meine Forschungen abgeschlossen. Das ist doch schön. Dann machen wir doch direkt weiter. Suchen und sammeln Sie doch bitte die benötigten Materialien, wenn Sie Gelegenheit dazu haben. Wir werden mal was versuchen. Haben wir dann unsere Yasu? Falschen Mod hat's. Erreiche System. Adäquats Entscheidung. Hallo. Fallen jetzt hier mal den Sektor an.
Erreiche System. Tarkas Zusammenbruch. Naja. Hütten haben wir hier. Einige Zerstörer. Etwas hat uns getroffen. Bei den Sigaris, ja, das kommt vor. Schöner I noch. Erreiche System. Familie Zinn. Sprungtor. Familie Not. Erreiche System. Familie Not. Suchen die Xenon, um mal in den Split-Sektor zu locken. Erreiche System. Ziarts Machtbereich. Matrix Nummer 5, 9, 8. Erreiche System. Matrix Nummer 5, 9, 8. K. Das sollten wir uns treffen lassen. System. Ziarts Machtbereich. Man nicht allzu lange warten hier. Ich schleune mal ganz kurz, dass hier die Nomad auch ankommt. Unten haben wir jetzt erstmal Ruhe. Ich glaube, wir werden da einfach reinfliegen und das Ding zerstören. Erreiche
aber immer einfach gesagt. Da kommen dann ab und zu noch vorbei und könnten ja gerade hilfreich sein. Das jetzt mit Versöhnen. Erreiche System. Eisherausforderung. Hier hoch. Und nehmen jetzt die Sünden, fliegen dann durch den ganzen Sektor. Killen den K und die B-Mod als Backup. Sollten aber im Vorfeld auf jeden Fall mal speichern. Machen wir direkt. Okay. Reisemodus ist aktiv. Gespeichert haben wir. Der B-Mod fliegt Richtung Tor. Und die ziehen wir uns gleich als Support hier mit rein. Denn ich will mich dann allzu lange aufhalten, denn hier sind so viele Kampfschutzball. Die Masse killt jeden Zerstörer. Erreiche System Matrix Nummer 598. Fallen den K an. Die Nomad. Will dann wahrscheinlich erstmal aber hier stehen. Wir Mods ziehen wir hier in den Sektor rein. Ja, ich glaube, wir warten ganz kurz. Ich denke, die kann rein. Einfach damit die Flak uns dann mal noch ein bisschen Backup gibt beim Rausfliegen gleich. Die Jäger kommen. Hier kommt auch der nächste dazu. Da werden noch einige mehr kommen und wenn die unsere Triebwerke zerstören, dann ja, dann hat sich das Ganze.
blende den jetzt mal kurz hier weg. Erreiche System, Ziarts Machtbereich. Okay. Erreiche System, Matrix, Nummer 5, 9, 8. So, ihn lassen wir jetzt rausfliegen. Gehen das Ganze supporten. Kommen nämlich schon die nächsten. Wenn das hier alles kommt, dann haben wir irgendwann keine Freude mehr. Okay, wir sind durch. Reisemodus, wir fliegen jetzt Richtung Verteidigungsstation. Ich vermute, der ganze Kladderadatsch hier wird uns zum Teil folgen. Sünde ist auch durch. Wenn die unsere Antriebe gekillt hätten hier, wäre auch unser Schild irgendwann down gegangen.
da kommt auch einiges. Deswegen jetzt der Plan, in die Nähe der Verteidigungsstation zu stellen. Haben wir nicht nur Deckung, sondern ja, da ist noch ein bisschen was dahinter. Ah, die wollen alle zu uns. Fordere umgehend Verstärkung an. Übernehmen wir kurz. Noch sind die Antriebe aktiv, aber es wird dies sehr bedauern, in falsche Richtung geschossen haben. Fordere umgehend Verstärkung an. Gut, dass wir die Flak dabei haben. Wir sammeln mal alle Waren ein, die wir hier so auffinden können. Es sind ja auch ein paar Spitjäger dabei, das heißt, also Kunden zumindest, wir haben auch hier noch ein paar Tarner, meine ich. An Waren. Viele Tuning-Teile wahrscheinlich auch mit dabei. So, wie geht's da unten unserer Station? Ah, Moment mal, was ist denn da? Hat das funktioniert? Gibt's ja auch keine weiteren Zerstörer.
könnten prinzipiell versuchen, die Nomad da manuell durchzufliegen. 3600. Wir werden es probieren. Wir speichern trotzdem vorher nochmal. Erreiche System. Reif Herausforderung. Speichern wir erstmal nochmal ab. Eigentlich auch ein cooles Schiff, finde ich, ja. Ich finde das argonische Design sowieso eigentlich gelungen, muss ich sagen. Auch jetzt ohne die neuen Schiffe, die da kommen. So, mal gucken, ob wir das Teil hier durchbekommen. Was ist denn unsere Nomad? Was hatten die in Schilder eigentlich? 250.000 ist gar nicht mal so viel. Wir haben leider keine Sammlerdrohnen zum Aufsammeln. So, wir schauen mal. Wir können nicht viel justieren. Ich hoffe, wir kommen an den Xen und vorbei. Erreiche System. Matrix Nummer 5, 9, 8. Wir gehen jetzt hier schon rüber. Aber das nutzt leider nicht viel bei dem Schiff hier. Mal so ein bisschen driften. Du hast angepeilt. Fanden das dir gar nicht so toll, dass wir hier ein bisschen aufgeräumt haben. Ein cooler Sektor. Fällt mir grafisch eigentlich echt gut. Geht aber einiges hier noch am Tor. Sollten wir eigentlich schaffen.
Okay. So, die Katana habe ich angewiesen, dass die mal gerade hier die Xena noch zerstören. Wenn jetzt erstmal keine durchkommen, aber guck mal, welche Masse hier noch immer noch steht und da an den Stationen gerne mal geparkt. So, unsere zweite Behemoth ist bereits angekommen. Die ist aufgerüstet. Personal hatte die, glaube ich, schon, oder? Ja, passt. Ziehen wir wieder in unseren Sektor hier hoch. Kein Xenon-Zerstörer. Lassen wir die Katana hier mal Penner einsammeln und durch. Danke für Ihre Hilfe. Welche M-Schiffe kann der eigentlich tragen? Was war denn die Info da nochmal? Gesamtzahl. Ja, 10 Stück. Fordere umgehend Verstärkung an. Andocken nicht möglich. Das muss man die KI machen lassen. Reparieren haben wir eigentlich nichts. Reparaturtruhen haben wir eigentlich auch noch. Das heißt, braucht man da jetzt gar nicht anzudocken. Aber für Sinn. Wieder eigentlich gar nicht die ganzen Scanner gehabt. Moment. Erwarte Befehle. Dann aber noch Waren transferieren. Einmal Reparaturtruhen. Gut. Das schon mal geschafft. Wir checken mal die Finanzen.
Ja, die Waren kommen. Wie ist da unterwegs überhaupt? Das dauert echt lange. Bringt jetzt schon mal zum Komponenten. Haben wir noch eine Cobra? Das zählt aber zu der besten noch. Den haben wir jetzt mir einmal hier reingepikst. Hinten bei den Paraniden scheint noch alles ruhig zu sein. Die Leere. Auch erstmal kein Problem. Behemoth ist auf dem Weg. Erwarte Befehle. Lockt hier an zum Austausch. Cool gemacht hier mit der Logistik, hier mit den Kranen.
Die Tunnel ist hier mit dem Andocken noch ein bisschen schwer. Ich habe meine Forschungen abgeschlossen. Okay. Drohnen sind ausgetauscht. Sind es fertig. Schmeißen die Nomad jetzt hier raus? Und geben die Sinn einmal der B-Mod hier mit. Hier kommen unsere Katana. Die haben wir jetzt hier doch schon eine Zeit lang Einsatz. Haben wir wieder 1-2 verloren. Ball zurück. Haben wir hier noch die Eden? Werden wir jetzt. Also. Okay, dann ist der Terraner hier auch weg. Das erste. Ah, die bewachen jetzt hier die Tore. Oh, noch Frachtdrohnen hier. Sind wohl nie wieder gelandet. Verteidigung funktioniert.
Ja, hier sind natürlich die ganzen Schiffe down gegangen, der Teladi. Wie sieht es aus mit dem Sektor freilegen? Die Qualle ist noch dabei. Soll die Qualle doch mal hier noch eine Ressourcensonde reinschmeißen und das eigentlich direkt. Was ist das? Die Infos direkt. So, dann weisen wir die Flotte an, hier nach Bayermarkt zurückzulegen. Sind wir jetzt erstmal fertig. Alles, was hier durchkommt, sollten wir eigentlich alleine hinbekommen. Zumindest fürs Erste, und dann werden wir hier die Split als nächstes warten. Das heißt, wir werden gucken, dass hier die ganzen Schiffsproduktionen entsprechend die ganzen Waren bekommen. Wie wir das abbilden am besten, weiß ich noch gar nicht. Unsere Schiffe sind unterwegs, die Azur werden wir jetzt rausschmeißen. Azur, Mark 1. Gucken wir uns jetzt mal die Schiffswaffen hier noch genauer an. Autopilot eingeschaltet. Erreiche Ziarts Machtbereich 10. Erreiche Ziarts Machtbereich 4. Klapperschlange. Split Raumdock. Denn zum Raumdock haben wir hier in der logischen Übersicht noch nichts drinstehen. Mich hätte das jetzt mal genauer interessiert. So im Detail einer Fraktion geholfen, ja noch nie. Andockerlaubnis erteilt. Thank you.
Dieb, haltet ihn auf! Das sollte schon reichen. Ja, Antriebsteile fehlen, Waffenkomponenten fehlen. Jetzt sehen wir es halt ein bisschen schöner über die Handelsansicht. Gleich machen wir mit der Schiffswerft. Da auch die Infos bekommen. Kriegsschmiede der Split. Dann werden wir das relativ zielgerichtet versuchen zu versorgen. Noch unsere Kestrel stehen. Produktionsstück. Na, was fehlt denn noch? Okay, wir brauchen aber noch mehr. Da bitte Erlaubnis zum Andocken. Andockerlaubnis verteilt.
So, hier sieht's doch aber eigentlich ganz gut aus. Eigentlich ja alles da. Schon. Gut, Methan fehlt, klar, die können ja nicht mehr weiter produzieren, aber. Sollte die Werft gar nicht mal dran hindern, bauen. Oder die Lager sind so klein, dass erst für ein Schiff ausreicht. Natürlich mega schlecht. Komm schon, doch eigentlich kein Problem sein. Wir haben leider nicht den Ruf, um das hier selber mal zu prüfen. Verstehe es, warum man hier nur Weltschiffe bekommt und keine Weltschiffe. Hier das können wir supporten, aber hier das Ding macht irgendwie gar keinen Sinn. Und den Sensor anschmeißen, ob das hier ein Bau stattfindet oder. Komisch. Ist erstmal Ruhe bei den Ladi, das passt auch. Ich denke, die Xenon haben wir fürs erste Mal zurück. Das Problem ist nur, die produzieren natürlich auch Schiffe nach. Zum Beispiel hier der Xenon K wird gerade gebaut. Das heißt, da kommen auch wieder ruckzuck neue Schiffe dazu. Nur das hier ist für mich irgendwie unlogisch. Seitdem, das ist so knapp bemessen. Lasst mal gucken. Also, geschützte Komponenten. Was würde denn so eine Raptor brauchen? Konfiguration 30.000. Ja gut, je nachdem, was die da für Ausrüstung jetzt draufgepackt haben, finde ich das hier allerdings ein bisschen knapp. Woran scheitert es denn hier? Könnte ja eigentlich nur an den Geschützkomponenten liegen. Seltsam. Was gucken unsere Handelsstation? Ah, die scheinen zumindest mal angefangen haben zu arbeiten, oder? Nee. Da wird nichts gearbeitet. Die Waren sind zwar irgendwie unterwegs, aber. Keine Ahnung, wie wir treiben. Lasst mal hier so einen Geier nehmen.
Wären denn die Handelsangebote überhaupt? Antriebsteile. Komponenten. Antriebsteile, Komponenten. Jetzt fliegt Matrix frisch. Können wir den irgendwo anders kaufen? Sehen das jetzt erstmal so aus. Baulager möchte gar nichts. Wir wollen doch nichts weiter bauen. Oh, Moment mal. Wir haben ja dann noch eine Schiffswerft, sehe ich gerade. Das ist einmal die Kriegsschmiede und das hier ist einmal normale Schiffswerft. Ah, hier bekommen wir auch die kleineren Schiffe. Fehlen aber im Grunde überall Antriebsteile, Hüllenteile, aber hauptsächlich Antriebsteile. Holen wir die hier an der Handelsstation. Komponenten. Wandler. Windteile. Fehlt ja eigentlich alles an dem. Erwarte Befehle. Behemoth, die sind jetzt wieder zurück. Das ist doch eigentlich eine Option. Leerer Raum. Lasst mal was probieren. Welche Schiffe kaufen? Okay, dass Komponenten fehlen, das ist aber nicht schlimm. Thank you.
wir mal 4 Transporter. Ich habe mir das bei den Split hier nie genau angeschaut. Vielleicht war das das Mal. Die werden in der Tat hier minimalistisch gefertigt. Gehören die auch alle noch mit dazu? Schauen, wie wir das machen werden. Am besten wäre eigentlich, wenn hier oben die Brücke noch kaputt wäre. Wenn wir den Sektor down machen, könnten sich da eigentlich am besten entfalten.
Hier unten eine Verteidigungsstation hin. Da geht gerade ein Elefant hops. Der nächste Car. Ich glaube, wir kommen hier gar nicht drum rum, gegen die Xenons zu kämpfen, wenn wir den Split hier wirklich unterstützen wollen. Alle anderen Fraktionen kommen eigentlich soweit ganz gut klar. Weil die Baronen entwickeln sich hier weiter. Der Vorteil wäre eben, wir hätten hier ein riesen Ressourcengebiet für die Split. Ich denke, das müssen wir denen unbedingt freilegen. Hier hätten sie auch mit Ahnen die ganzen Gase, die jetzt ebenso fehlen. Aber leider gar nicht so einfach hier im Sektor. Wir haben nicht allzu viel. Da oben ist wieder ein K. Usch. Die Splits sind ebenfalls, ja, eher minimalistisch verteidigt. Haben wir noch die Argonengebiete, könnten noch interessant sein. Haben wir auf jeden Fall noch ein Erzgebiet, da bekommen wir. Was haben wir denn? Oh. Zeig doch mal. Okay, Eis. Naja, das sind die Ressourcen, die ich gerne hätte hier, weil die haben gar nichts. Bräuchten eigentlich den Sektor hier. Machen wir. Wachtruhen, die werden jetzt hier hin. Aus. Ja, langsam aber sicher. Kommen hier die Komponenten rein. Tun sich alle unheimlich schwer, obwohl eigentlich Menge Ressourcen haben sollten. Hm. Bei uns aus. Ja, für die ersten Schiffsproduktionen fehlt gar nicht mehr so viel. Weil der Bau hier auch immer wieder mal stockt, müssen wir wohl erhöhen. Das reicht mit der Helios so leider nicht aus. Scheint wieder weg oder down zu sein. Ne, den haben sie zerstört. Aber ich glaube, der Sektor hier wäre echt hilfreich. Wir schmeißen da jetzt noch eine Ressourcensonde rein, einfach damit wir es wissen. Autopilot eingeschaltet.
Erreiche Ziyads Machtbereich 10. Ist. Erreiche System Argon Prime. Yasuo, erreiche System, Ziyads Machtbereich. Erreiche Ziyads Machtbereich 1. System Matrix Nummer 598. Was haben wir denn hier? Wasserstoff, Eis, Lithium, Erz, Silizium. Was wir jetzt hier nicht haben, ist irgendwie Titan. Sektor gar nicht. Schade. Eigentlich aus. Da ist doch man vorhanden. Nicht viel, aber immerhin. Und aber eine gute Anbindung. Sprungtor, Ziyads Machtbereich. Naja, das schauen wir uns noch genau an. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Erreiche System.